Hallo und herzlich willkommen zur Preisverleihung des 24. Internationalen Filmfestivals Innsbruck. Hello and welcome to the award ceremony of the 24th edition of the International Film Festival Innsbruck. We're very happy that we won't only hand out awards, but we will also show films. And we're going to start with a very, very special film by one of our jury members of the fiction film jury, Klaus Rohrmoser. It was shot in Innsbruck. Ja, guten Morgen. Jedes Fest neigt sich irgendwann einmal dem Ende zu, und das ist heute Vormittag der Fall. Ich bin ein bisschen traurig, aber ich bin auch froh, dass es euch gut gegangen ist hier seit Dienstag, und es war wirklich ein Fest. Ich habe mich wohlgefühlt, und wir fiebern ja immer ein ganzes Jahr auf diese Woche hin. Englisch. Du hast nicht aufgepasst. We're excited, but we're also a bit sad because it's been an exciting and great week, but it's also almost over. So we're standing here with mixed feelings. Ja, ich bin ein bisschen geblendet, aber ich weiß zum Beispiel, dass einige Sponsoren hier sind. Ich möchte Sie begrüßen. Unser Hauptfinanzier, das Land Tirol. Das ist der Hofrat Thomas Juen hier. Danke, dass du gekommen bist. Ich begrüße den Konsul von Senegal, Helmut Leich. Ich begrüße noch einmal die internationale Jury und die Dokumentarfilmjury. Und alle Filmemacher, die jetzt natürlich auf heißen Kohlen sitzen, und wir werden halt wieder 10 Leute enttäuschen müssen, aber das ist im Leben so. 2 werden sich freuen im Hauptbewerb, und wir haben ja dieses Jahr einen neuen Preis, und ich möchte auch die Vertreterinnen der Universität Innsbruck begrüßen. Und dann schauen wir uns jetzt diesen Film an, der ein Stück Innsbruck zeigt, das es nicht mehr gibt. Ich sage immer zum Klaus, es ist ein Tiroler neorealistischer Film. Ihr habt euch da auch ein bisschen etwas abgeschaut von den frühen Neorealisten in Italien. Es ist ein besonderer Film, und wir wollten das nicht nur wegen dir machen, sondern auch wegen unseren Gästen, damit sie ein bisschen von unserer Geschichte erfahren. Wir wünschen nun für die nächste Viertelstunde alles Gute, und dann machen wir weiter mit den Awards. Yeah. Okay. Have a good check. Wait. What is now? Welcome to Thomas Juen of the province Tirol. Thank you very much for coming. Thank you. To the Consul of Senegal, who's also here joining us today. Thank you to our juries. We know it wasn't easy for you because the films were all very, very good, and I'm sure it was not an easy decision to find a winner. But thank you for all your efforts, and thank you for making it such a special week. Thank you to the audience, thank you to all our sponsors, our funders. This festival would not be possible without you, so thank you very much to everyone who supports us. Thank you, Alicia. Hallo? Hört man mich? Ja, Sie haben einen richtigen Film gesehen noch. Es ist ja, wir sind ja im Umbruch zum digitalen Kino und Sie haben einen richtigen 16mm Film gesehen. Danke, Klaus. Den kann man sich immer noch anschauen. Das ist einfach. Ja, und der Gendarm, das war auch ein Jugendfreund von uns, der Herbert Brock, und der ist dann zwischenzeitlich einmal Landeshauptmann Stellvertreter gewesen. Ausgewandert, ja. Okay, we would like to start. The University of Innsbruck. We're very happy that the University of Innsbruck has decided to add an award to our award list. It comes with €1,000, and I'd like to welcome Iris on stage for the University of Innsbruck. So the award of University of Innsbruck goes to Natalia Babintseva for her film Revolution Museum. Please, Natalia Babintseva. Congratulations, this is your trophy, here, yeah, your award. Thank you so much. That's very nice. Say one word. It's very nice and for me, because it's I made this film about Ukrainian Revolution, but maybe not about Ukrainian Revolution, about contemporary art, but this film not only about contemporary art, this film about very interesting people who go to the Revolution Square because his life is not very good, maybe. Yes. Thank you very much. Yeah. So, in name of the jury from University Innsbruck and its leader Lea Asiklar, I want to tell you why we chose this film to win the University Award. The film Revolution Museum points out things happening in the world that otherwise would be ignored, and it makes us want to know more about what was happening in the Maidan movement. It provides knowledge while being captivating and authentic. The aesthetic part is extraordinarily important. The camera, the dynamics, music and atmosphere, and most of all, the strong and unforgettable images. The two main subjects, revolution, which means change, and museum, which means preservation, are discussed through the objects, the artworks. This film shows beautifully that art is part of a process that changes the world. It concentrates on the creative part of revolution in opposition to mainstream medias that focus on violence. This is surprising and it opens new perspectives. Nochmal auf Deutsch. Dasselbe nochmal auf Deutsch, die Begründung der Jury und ihrer Vorsitzenden Lea Asiklar, warum wir den Film Revolution Museum gewählt haben. Der Film Revolution Museum macht auf Weltgeschehen aufmerksam, das sonst oft untergeht, und gibt den Anstoß, mehr über die Prozesse herauszufinden, die die Maidan-Bewegung bestimmt haben. Er ist bildend, dabei packend und authentisch. Die ästhetische Komponente ist von außerordentlicher Bedeutung. Die Kameraführung, die Dynamik, Musik und Atmosphäre und vor allem die starken Bildkompositionen, die einen dauerhaften Eindruck hinterlassen. Die zwei Themen, die schon im Titel genannt werden, die Revolution, die für Neuerung und Umbruch steht, und das Museum, das eine bewahrende Funktion hat, werden von den Dingen her, von den Kunstwerken und Gebrauchsgegenständen her beleuchtet. Dieser Film zeigt wunderbar, wie Kunst Teil von weltbewegenden Prozessen ist. Er stellt den kreativen Teil des Widerstands in den Vordergrund und bildet damit einen Kontrapunkt zur Bildsprache der Mainstream-Medien, die zumeist die Gewalt in den Vordergrund rückt. Das ist eine überraschende Herangehensweise, die neue Perspektiven eröffnet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, meine lieben Studenten und Studentinnen, meines Kurses, ich bin sehr stolz auf euch. Helmut is very proud of his students, because they're all students of his class at the University of Innsbruck, and they came up with this idea together, and he's very happy that it was possible. Thank you to the students of his class. Okay, next we would like to ask the Südwind jury on stage. And Jens Niklas, he's the coordinator of the jury. Thank you for your work. And Heidi Unterhofer, the president of Südwind Tirol. And Heidi Unterhofer, the president of Südwind Tirol. Ja, ich darf jetzt ein paar Worte zu Südwind sagen. Und viele kennen uns schon. Wir sind eine NGO, die seit über 35 Jahren entwicklungspolitische Arbeit macht, im Bildungsbereich und in der Öffentlichkeit, Inlandsarbeit, in Zusammenarbeit mit Organisationen des Südens. Und wir haben manchmal das Gefühl, wir machen Inlandsentwicklungshilfe. Mit dem IFFI sind wir seit dem Anfang verbunden. Film ist ja ein wunderbares Medium, um Inhalte zu transportieren. Durch den Blick des Filmschaffenden können wir Zuschauer und Zuschauerinnen in andere Kulturen eintauchen, Geschichten erleben, und wie Hubert Zauber bei der Einführung, also bei der Eröffnung gesagt hat, macht diese Interpretation der Geschehnisse ja auch etwas mit dem Betrachter und mit der Betrachterin. Und ich möchte jetzt überleiten auf die Schülerinnen-Jury. Vertreter und Vertreterinnen stehen da hinter mir. Es ist ein Projekt, das im Jahr 2000 ins Leben gerufen wurde, und zwar von Helmut zusammen mit dem französischen Kulturinstitut und Südwind. Im Jahr 2008 ist das Kulturinstitut ausgestiegen, und für Südwind war klar, man kann weder die Schülerinnen-Jury auflassen, noch keinen Preis mehr verleihen. Und so ist der Südwind-Preis entstanden, und er kommt durch Spender und Spenderinnen zustande, die ihren ganz großen Respekt für Filmschaffende ausdrücken möchte. Es waren heuer 12 Schüler, Schülerinnen, die sich die 4 nominierten Filme angeschaut haben, zwischen 15 und 18 Jahren. Sie kommen aus Schulen von Innsbruck und Umgebung, und sie wurden, wie schon vorher erwähnt, von Jens Niklas sozusagen in ihre Rolle eingeschult als Juroren und Jurorinnen. Da steht er inzwischen. Du hast Seite gewechselt, ja. Und ich bedanke mich sehr beim Jens für seine kompetente Leitung der jungen Menschen. Ich danke auch euch, dass ihr Zeit und Engagement zur Verfügung gestellt habt, trotz der unterrichtsfreien Zeit und trotz des schönen Wetters. Ja. Und ich danke auch Dina Brettner, wo ist die jetzt? Also, von Südwind für die Organisation. Ja, danke noch einmal überhaupt, dass allen, die dieses Filmfestival das ich für ganz notwendig halte, ermöglichen und hoffentlich auch noch viele, viele Jahre ermöglichen werden. Dankeschön. A brief summary of what just was said, just to tell you who we are. Südwind Tirol is a non-for-profit organization whose principal aim is to educate and to inform people about globalization, fair trade, human rights, north-south relations, and climate change also. It works with young people, it has a library, it organizes events, it even publishes a newspaper, and most importantly for us, it has been a sponsor of the Students' Jury since 2009. Over the course of a week, students from various Innsbruck schools get together, they attend a workshop, they talk about film, they watch the 4 nominated films for the Südwind Prize. They discuss about the films, and then yesterday, Friday afternoon, they get together for a jury meeting and they discuss about all the films, and then they vote. And we took a vote, they took a vote, and you're going to listen, you're going to hear who is the winner of this year's Südwind Award. Die Schüler- und Schülerinnen-Jury vergibt den diesjährigen Südwind-Preis an einen Film, in dessen Mittelpunkt junge Menschen im Spannungsfeld von Familie und Aufbruch stehen. Der Versuch, einen Platz in einer Gesellschaft von Bewegung zu finden, wird nachvollziehbar dargestellt. Außerdem überzeugt der Film durch das gekonnte Spiel mit Handlungssträngen, Orte werden gewechselt und stimmig miteinander verknüpft. Sprachen und Kulturräume sind vielfältig, die Figuren sind mehrdimensional gezeichnet, der Blick auf sie suggeriert Hoffnung. Ob für alle Charaktere bleibt offen. After dual consideration, we, the student jury of the International Film Festival Innsbruck, have decided to award this year's Südwind Prize to a film which skillfully manages to connect different cultures, places, characters and languages, thereby opening up various views on modern-day migration in a globalized world. We particularly impressed by the nuanced transitions between the 3 main cities, by the film's use of music, by its visual style. Moreover, the film is not afraid to show that migration is always also connected to loss, insecurity and conflict. At the same time, it shows how people can deal with these issues and even turn them into something like an opportunity. Therefore, we are happy to present the Südwind Award 2015 to Dyana Gaye and her outstanding film, Des Étoiles. Ja, die Regisseurin ist schon beim Drehen wieder ihres neuen Films. Sie lässt sich entschuldigen und ich bitte nun Helmut Leich, den Konsul von Senegal, in Vertretung auf die Bühne. The director is shooting her next film, so she can't be here, and we've got Helmut Leich here, Consul of Senegal, who will bring the award to her. Das gerne weiterleiten, direkt hinunter, und in den nächsten Tagen werde ich unseren Staatspräsidenten informieren. Ja, noch, das muss ich jetzt noch einmal sagen, ja. Aber laut. Ja. 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 Möchte Danke sagen im Namen der senegalesischen Künstlerinnen und Künstler, und ich werde das weiterleiten, umgehend nach Dakar, nach Senegal, und gleich nächste Woche werde ich unseren Staatspräsidenten, der zurzeit gerade in Deutschland weilt, davon persönlich informieren. Vielen Dank. Danke, Helmut, dass du gekommen bist. Ja. He's happy to bring the award to the director and to forward the news also to the state president, who is actually in Germany at the moment, so not very far away. Thank you, Südwind Jury. Okay. The next award is the Audience Award. This year there were 10 films nominated for the Audience Award, and after each screening the audience had the chance to give their vote if they liked the film. We had mathematic geniuses doing the statistics, so we can promise the result is fair, and we are very happy that Innsbruck Marketing, everything's cool. Innsbruck Marketing gives €1,000 to the award winner, and since the director of this film cannot be here today, we have someone else who will take the award for him. It's someone from the Goethe Institute who also supported this film. So I'd like to ask Helmut Kohl, Hans Kohl on stage. Johann Müller. And we also need someone else on stage. Where are you, Bernhard Vettorazzi? There he is. Hallo, alle Filmbegeisterten, so wie ich einer bin. Davor möchte ich wirklich dem Team rund um den Helmut Groschup meinen größten Dank aussprechen, weil sie seit 24 Jahren die Welt nach Innsbruck holen. Bin schon seit einigen Jahren begeisterter Besucher immer vom Filmfestival, und ich glaube, die haben sich einmal einen riesen Applaus verdient. Ich freue mich schon nächstes Jahr auf Jubiläum. Da feiern wir ja 25 Jahre. Ja, was gibt es Schöneres, als dass, wenn das Publikum seine Begeisterung zeigt? Ich denke, das ist natürlich ein ganz schönes Kompliment, letztlich auch für den Filmschaffenden, wenn er die Herzen der Besucher, Besucherinnen erreicht. Und ich darf jetzt den Gewinner verkünden und den Film Horizon Beautiful bei Stefan Jäger. Ich weiß schon, aber ich darf stellvertretend den Preis übergeben und natürlich die besten Glückwünsche. Lieber Hans, ich möchte dir bei dieser Gelegenheit einmal danken für die jahrelange Unterstützung und auch für deinen langen Atem, für deine Geduld mit mir. Wir sagen immer, er sagt immer, wenn wir irgendwo auf der Welt hinfahren, auf ein Festival, dann sagt er immer, ich bin nur der Präsident und das ist mein Direktor. Ja, mich freut es hier. So Helmut says, thank you to Hans Kohl, who is a very good friend, and he's not only a representative of the Goethe Institute, he's a great supporter of the festival. They've supported 3 films this year. We're very grateful for that. He's also the president of our festival, and we're also very grateful for that. We're very honored that you are our president. And thank you that you will bring the award to Stefan Jäger. Ja, jeder weiß, ich bin ja auch sehr gerne in Innsbruck und spiele gerne den Präsidenten. Bei Horizon Beautiful freut es mich am meisten, weil Helmut den Film ausgewählt hat und wusste gar nicht, dass wir also als Goethe-Institut ziemlich viel damit zu tun hatten. Und gestern nach der Vorstellung gab es eine besorgte Frage wegen dem Publikumspreis, weil nicht sehr viele Leute da waren, ob das überhaupt fair zugehen kann, also ob der Film überhaupt eine Chance hat. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass es gewonnen hat. Und wir sind zurzeit in Verhandlung mit dem Regisseur des Films, weil wir ihn gekauft haben. Und er wird auch nach München kommen oder ich nach in die Schweiz und werde den Preis gerne übergeben. Danke an alle. It was quite surprising for Helmut to find out after he selected the film that the Goethe Institute actually was very involved with the film, so it wasn't planned that way, but it's even nicer that a film was selected that has close connections to the Goethe Institute. And Hans was a bit worried when he attended the screening of the film because there weren't many people, and someone asked, does this film actually have a chance if it's not that many people here? And he's very happy that the film did have a chance because it's fair statistics. And we're also very happy because this film is going to travel next week. We're doing a little tour in Austria at the Innsbruck Film Festival Goes Austria. We are planning a tour which will start in Graz next week. We have a cooperative cinema there, the Kids Kino Graz, and we've selected 3 films to be presented there, and Horizon Beautiful is one of the films, so we're very happy that we can bring an award winner to Graz. Danke, Bernhard. Bernhard bleibt doch gleich. Bernhard, please stay on stage because unfortunately we had a short notice cancellation from the city of Innsbruck. So Bernhard will be so nice to give out the documentary film award, the prize of the city of Innsbruck, which is next. So we would like to ask the documentary film jury to onto our stage, please. Für uns die Wahl war wirklich sehr schwer. Wir haben sehr harte Diskussionen gehabt. Von mir, ich möchte sagen, vielen, vielen Dank alle Filmemacher aus unserem Programm, weil ich habe sehr große Inspirierung von diesen Filmen bekommen für Schaffen und für das Leben. Ja, das war für mich persönlich. Und nach harter Diskussion, wir haben etwas beschlossen und also in die engere Auswahl kamen am Schluss 2 Filme, die etwas gemeinsam haben. Sie sind beides Filme über Afrika und beides Filme, die neokoloniale oder postkoloniale Verhältnisse in Afrika präzise auf den Punkt bringen. Das ist zum einen die Art und Weise, wie die offen gezeigte Versuchsanordnung, die Hubert Zauber in seinem Film We Come as Friends benutzt, um der Wirklichkeit eine Falle zu stellen und so die sehr komplizierten Verhältnisse im Sudan dazu zu bringen, sich sozusagen dem Film zu zeigen. Das hat uns sehr begeistert. Uns hat aber auch sehr gut gefallen der Film La Sirène de Faso Fani von Michel Zongo, wo der Filmemacher in seiner Heimatstadt Kodugo in Burkina Faso einen historischen Film macht. Er geht dort der Geschichte der Textilproduktion nach und hat auf exemplarische Weise bringt er die Wirkungen von diesen Strukturanpassungsprogrammen von IWF und Weltbank ins Bild und dramatisch. Der Film beginnt damit, dass man am Anfang sieht, wie Thomas Sankara, dieser Revolutionär, in Kodugo eine Textilfabrik eröffnet und man sieht laufende Maschinen und die Textilproduktion wird industrialisiert, Afrika wird entwickelt und nach 30 Jahren Strukturanpassungsprogrammen und Entwicklungspolitik und entwicklungspolitischer Hilfe weben die Leute die Textilien wieder mit der Hand wie im 19. Jahrhundert. Die Art und Weise, wie dieser Film, wie Michel Zongo auch sehr nahe seinen Protagonisten ist, wie er seine persönliche Geschichte als ein Bewohner dieser Stadt dort benutzt, um seinen Protagonisten nahe zu kommen und um vor allem welthistorisch Bedeutendes an einem sehr konkreten Beispiel eindringlich sichtbar zu machen. Und auch die Art und Weise, die politische Bedeutung dieses Filmes, der für uns ein Film ist, der sozusagen die Schattenseite all der Toten im Mittelmeer sind, die man immer vergisst. Man fragt, warum gehen die Leute auf diese dünnen Boote, warum fahren die nach Europa? Und wenn man diesen Film sieht, versteht man genau das aus dieser tatsächlich sehr dringend notwendigen politischen Notwendigkeit dieses Films. Haben wir uns am Schluss entschieden, den Dokumentarfilmpreis an La Sirène de Faso Fani von Michel Zongo zu übergeben. Tension is growing. We're getting closer to the main award of the day. Just for your information, we will show two films afterwards. The first one is Iranian Ninjas, and we would like you to stay because it's a very, very special film, and there's not many opportunities to see this film. Especially not on a big screen, so please take the time and stay. It's only half an hour long, and it's a very important film from Iran about very strong women, so please stay for the film. And afterwards, we are happy to present the Wreck and Play winner film. Wreck and Play is a short film festival here in Innsbruck, and we partner up every year, and they bring their winner film to our award ceremony, and we are very happy to present David Griesemann's film Eine Frage der Zeit after Iranian Ninjas. Also not long in this film, since it's a short film, so please stay and enjoy the film. And now we would like to ask our international fiction feature film jury on stage. Wir machen es am kürzesten. Grüß Gott. Wir sind sehr glücklich, hier zu sein. Wir sind sehr glücklich, hier zu sein. Unfortunately, that's all the German I know, but we are very happy to be here. Yes, we are indeed. And it was, as Alyssa said, an incredibly difficult decision for the jury because so many of the films in competition this year are incredibly original, deeply powerful, and absolutely outstanding. So, after much discussion, we decided that this award must go to a truly extraordinary film which portrays in a deeply moving and poetic yet simple story the changing and contemporary reality of a nation in transition. So, the best feature film, the award for the best international feature film goes to Muallim, or the teacher, from Tajikistan. Hello. Zafar. Ja, ich möchte ja auch den Repräsentanten des Landes, der Landeskulturabteilung, Thomas Juen, auf die Bühne bitten. Hallo, Zafar. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich also auch im Namen des Landes Sie begrüßen zu dieser Preisverleihung zum Filmpreis des Landes und zu anderen Preisen. Ich möchte das aber nicht tun, ohne mich zu bedanken bei Ihnen, dass Sie also diesem Festival die Treue halten, auch bei dem schönen Wetter ins Kino gehen, beim Festivaldirektor Helmut Groschup und seinem Team für diese 24 Jahre erfolgreicher Filmarbeit. Das Festival IFFI ist für uns schon ein sehr wichtiges, eines der drei bedeutendsten Festivals in Österreich. Ein Festival, das also deshalb vom Land auch unterstützt wird mit diesem Filmpreis. Der Preis soll aber in erster Linie natürlich eine Anerkennung sein für die Künstler, für die Filmschaffenden und eine finanzielle Unterstützung, aber auch eine Anerkennung und eine Möglichkeit, dass der Film entsprechende Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommt. Insofern also herzliche Gratulation und alles Gute. Und wo ist bitte die Urkunde? Danke. So, great congratulations. Thank you. Congratulations for you. Thank you. I hope you are lucky. The State Tirol is very proud to present this award at our festival. They're very happy that we've been existing for so long, and they're happy to support us. And they're also very happy to show their appreciation for very important and outstanding artistic work, and they're very happy that with this award they can hopefully help the films to travel and get more attention and the audience the film deserves. Thank you. Thank you. And this is Zafar Hakdodov, the scriptwriter of the film, who attends the festival because the director couldn't make it. Thank you so far for being here. Thank you. Thank you. Ja, ich möchte vielleicht doch noch die Jury vorstellen. Das ist die Marina Anna Eich aus München, Nandana Sen aus, ja, bei dir weiß man, you come from USA, India and yeah, now Austria. Thank you very much for coming. Und natürlich unser local jury member Klaus Rohrmoser. Wir kennen ihn alle von seiner Tätigkeit als Theaterdirektor und Schauspieler. Und danke noch einmal, dass wir diesen schönen Film noch einmal sehen durften. So, Zafar. Now it's your turn. Hello. Really, this festival for me and Nosir, director of this film, very lucky festival. Second time we have this big prize in Innsbruck, and Nosir will be happy. We try to do it a third time too. In the future. Thank you to festival, thank you to all of the audience of Innsbruck, thank you to very important jury, very high jury for their decision, because here was a good films besides our film. Thank you again. Thank you to Innsbruck, to all of the people of Innsbruck. Thank you. I would also like to add something, because as Nandana said in the beginning, we had quite an intense discussion because the films were in a very high level. And personally, I also like to thank for inviting us as a jury member, because one can really tell that this is an extremely charming festival, and one can tell that the team really did very hard work, and you can feel the heart and the enthusiasm and the Herzblut that you put all together in the festival, so thank you for that. The jury also gives a very special mention, with a connotation of very special mention, to a film for finding a perfect visual language for conveying the soul of a troubled nation, yet always with dark humor, deep humanity, and dazzling performances. And this is Malaccriancia, The Crow's Nest, from El Salvador. Arturo, would you come up, please? Unfortunately, we don't have something to give you, but it's a very special mention. I have something to give you. The main character in his film, his name is Don Cleo, and I would ask Helmut and the, to name the cinema Leo Kino. Oh, thank you. Yeah, please. Oh, thank you. Thank the jury for this, and well, let's keep and going. And well, it's been an incredible adventure to be here, and a great experience. And hopefully, in my country, things get better. Thanks to my producers and everybody. And well, until someday. Thank you. You are all going to have the possibility to see this film again. It will be on Sunday, tomorrow afternoon, at 3 o'clock. At the Leo Kino 1, right here in the hot cinema. And also you will have to see, or you have the chance to see, because you should not miss it, to see Muallim, the teacher, also tomorrow at 7:30 in the evening, p.m., also here in Leo Kino 1. And now I give the word to Klaus. Okay. Where is it? Das ist jetzt der letzte Akt. Here. Moreover, we would like to honor René Pitorajac, the lead actor in the film Vegetarian Cannibal from Croatia, for his very convincing and energetic performance in an extremely challenging role. Oscar verdächtig. On behalf of the whole jury, we want to give a huge hand of applause for Helmut, for making this, not only for inviting us here, but for creating a festival that is so warm, informal, brilliant, original, and altogether fulfilling for everyone. So thank you. And thank you also everybody on the staff of this wonderful festival. And now the big tradition. Now the festival director's prize go to everybody who has had a film in our festival. Please, everybody of the filmmakers, come on stage. Eduardo. ist natürlich wieder beim Saufen. One. That's Goran Paskaljevic. He was in the garden. He's this year's recipient of the Award of Honor, Goran Paskaljevic. We're showing a retrospective of his films, 8 films in total. There's films on today and tomorrow, so you can still watch his films. Go to the cinema, it's nice in here. Okay, thank you for your nice films. For me, every film is the best film. Sagen wir jetzt Tschüss.